Hallo, ich bin Lars Kuhl und ich habe die beneidenswerte Rolle des International Brand Ambassador für das spannende dänische Spirituosenunternehmen AHA Riese. Du hältst dein persönliches Tasting-Set von AHA Riese in den Händen. Glückwunsch! Jetzt kannst du deine AHA Riese-Tasting veranstalten. Wann? Und wo es dir passt, ob allein oder in guter Gesellschaft. Deine Tastingbox und die Anleitung hast du schon geöffnet. Von mir erfährst du jetzt alle über diese kleine Schatztruhe und ihren wertvollen Inhalt. Du hast ein Tasting-Set mit 8 Proben gekauft. Aber Moment mal, sind das nicht 9 Flaschen? Allerdings, ist das ein Fehler? Absolut nicht. Wir sind einfach so froh, dich mit an Bord zu haben, dass wir dich zusätzlich zu den 8 Flaschen, die wir verkosten werden, noch eine kleine Überraschung eingepackt haben. Du kannst es genießen, wann immer die dir nach ist. Insgesamt hast du also 9 Flaschen. Alles klar beschriftet und gefüllt mit 2 Centiliter der feinsten Spirituosen, man sich vorstellen kann. Du könntest sie direkt aus der Flasche trinken. Aber das wäre Verschwendung. Das Herzstück dieser Tastingbox ist darum ein wunderschönes Nosing-Glas. Aber das ist nicht alles. In der Box findest du außerdem 9 Karten mit Verkostungsnotizen und Platz für deine einige Anmerkungen. Ein Hinweis noch. Ich empfehle dir auf jeden Fall, Wasser griffbereit zu haben. Du kannst nach jeder Flasche einen Schluck trinken, um den Geschmack zu neutralisieren. Oder mit einer ruhigen Hand oder einer Pipette kannst du einen Tropfen oder 2 in Glas geben. Wenn Spirituosen von AHA Riese eine Weile in der Flasche eingeschlossen waren, ist es manchmal eine gute Idee, die Aromen mit einem einzelnen Tropfen Wasser zu entfalten. Ich mache das hier mit einem Strohhalm. Aber vergiss nicht, es ist leichter, Wasser zu deinem Riese zu geben, als es wieder zu entfernen. Du willst deine Probe hier nicht verwässern, sondern verbessern. Willkommen. Sehen wir uns erst einmal den Inhalt deiner Tastingbox an. Das Wichtigste sind natürlich die verlockenden kleinen Flaschen. Jeden davon enthält 2 Centiliter flüssiges Gold. Die Größe ist optimal auf den Inhalt aufgestimmt. Luft hat in der Flasche nichts zu suchen, denn sie entzieht unseren wertvollen spirituosen Geschmack und natürlich auch Alkohol. Die wichtigste Regel ist darum, so wenig Luft wie möglich.
Mitten in deiner Tastingbox findest du ein Glas, das sich perfekt zu verkosten eignet. Das Glas hat genau die richtige Größe für deine Probierflaschen. Es ist tulpenförmig und am oberen Rand etwas schmaler als unten. Durch diese Form sammelt sich das Aroma genau dort, wo sich später deine Nasenspitze befindet. Dadurch entgeht dir keine einzige Duftnuance. Das Glas ist vollkommen klar, ohne Einschlüsse oder Makel. Wenn du gegen das Licht hältst, kannst du die Farbe des Inhalts genau erkennen. Ohne dass die Farbe des Glases Verwirrung stiftet. Im Idealfall sollst du für jede Flasche ein eigenes Glas benutzen. Wenn du es zu Hause verkostet, kannst du einfach weitere Gläser bereitstellen. Das könnte verschiedene Tastinggläser oder auch ein Cognac-Schwenker sein. Wichtig ist vor allem, dass die Gläser klein, klar und tulpenförmig sind. Starke Spirituosen entfällt ihren Duft oft nicht direkt nach dem Eingießen. Ein einzelner Tropfen Wasser kann helfen, dem flüssigen Gold sein Geheimnis zu entlocken, damit du den vollen Geschmack und der ganze Aroma genießen kannst. Wir reden hier von einem höchsten 2 Tropfen. Du kannst Leitungswasser oder günstiges Tafelwasser benutzen. Das Wasser soll die Spirituosen öffnen, aber keinen einen Geschmack hinzufügen. Achte beim Tasting auf Folgendes. Sieh du zuerst die Farbe an. Dein Getränk sollte niemals trüb sein. Konzentriere dich dann eine Zeit lang auf den Duft. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Keine 2 Menschen haben denselben Geschmacks- oder Geruchssinn. Was ich rieche und schmecke, kann völlig anders sein, als was du in der Nase oder der Gaumen vernimmst. Zuletzt bewegen wir die Flüssigkeit ein wenig im Mund. Bevor wir schlucken. Und ja, wir schlucken. Anders als bei einer Weinverkostung spucken wir unser Getränk nicht wieder aus. Wir möchten den Abgang erleben. Und dafür müssen wir ihr schlucken. Verschicke während des Tasting möglich auf Tabak, Bier, Kaffee, Limonade und so weiter. Diese Dinge würde deinen Eindruck verfälschen. Du kannst sie dir aber gern vor oder nach dem Verkosten gönnen. Alles bereit? Dann können wir losgehen. Naval Cadet, der AHA-Riese Royal Danish Navy, in alle seinen Varianten ist die flüssige Essenz dessen, was uns gemacht. Seit der Zeit der Wikinger sind die Dänen als stolzen Seefahrervolk bekannt. Und in Dänemark lebt dieses Vermächtnis bis heute weiter. Unser Land mag klein sein, aber dänische Schiffe bereisen jeden Tag die 7 Weltmeere. Der Naval Cadet ist einer von mehreren Blends unserer Navy-Serie. Aber er ist nicht nur irgendein Blend. Wer der dänischen Marine als Kadett betreibt, trägt neben der Uniform auch ein Dolch. Nach der Beförderung zum Marineoffizier
wird der Dolch durch ein Schwert ersetzt. Kein Zweifel, die Kadetten der dänischen Marine tragen ihre Dolche mit Stolz. Die talentierten und entschlossenen jungen Leute wissen genau, dass die altehrwürdige Tradition versetzen, die bestimmte Privilegien, aber auch strenge Pflichten mit sich bringt. Naval Cadet ist eine traditionelle Spirituose aus unserer Navy-Serie. Ihr Alkoholgehalt von 42% bringt eine angenehme Wärme mit sich. Reife Früchte und mineralische und metallische Noten machen den Naval Cadet so etwas absolut einzigartig. Die Farbe erinnert an poliertes Rosenholz mit einem warmen Glanz. Der Naval Cadet hat einen eleganten, intensiven Duft nach Süßholzwürzel, Orangenschale, Kokosnuss und Minze. Die charakteristische High-Ester-Aromatik trifft auf den unverwechselbaren Wohlgrund eines Obstkellers. Ein süßiger, stimmiger und kräftiger Geschmack stellt der vollmundigen Aromatik grüne Nuancen von Eukalyptus und Minze. Gelbe Zitrusnoten und die Bitterkeit von Lakritz und Balsamico gegenüber. Der Abgang ist erindlich und lang anhaltend. Zunächst fruchtig und geschmeidig, später mit weicheren, wärmeren Ledernoten. Zum Wohl. Genieß deine Naval Cadet. Ich erzähle dir so lange eine kurze Anekdote. Nimm dir, was du willst. Vor Hunderten von Jahren brachen die Europäer von den Küsten der alten Welt auf, um der neuen Welt Kolonien zu gründen. Auch Dänemark wollte sich ein Stück vom Kuchen sichern. Immerhin war das alte Königreich damals wie heute eine Nation größerer Seefahrer. Länder wie England, die Niederlande, Frankreich und Spanien waren allerdings viel mächtiger. Dänemark musste sich also mit dem begnügen, was die anderen übrig gelassen hatte. St. Thomas und St. John wurden ohne viel Mühe annektiert. Die Leute, die schon dort lebten, hatten dabei nichts zu sagen. Es gab nur ein Problem. Dänemark hat sich die beiden Inseln einzig und allein einverliebt, um Zuckerrohr so anzubauen. Rum von Aharise wären ohne die Belasse auf Zuckerrohr vollkommen undenkbar gewesen. Leider war keine der beiden Inseln für diesen Schweck geeignet. St. Kreuz allerdings schon. Nur war St. Kreuz bereits von den Franzosen besetzt worden. Zum Glück war Frankreich bereit, Dänemark die damals unbewohnte Insel zu verkaufen. Aharise, 1888, Gold Medal. Im Jahr 1888 erlebte die dänische Hauptstadt ein rasantes Wachstum.
Die Befestigungsanlage waren seit einigen Jahren abgeschafft. Und die großen Züge konnte man bereits die Metropol erahnen. Die Kopenhagen einst werden sollte, auch heute sind noch Spuren der alten Befestigungsanlagen erhalten. Denk nur an den Tivoli und die Parks Ørstedsparken und Østerenlæg. Der Tivoli war ein von Georg Carstensen gegründeter Vergnügungspark. In 1888 fand dort die nordische Industrie, Landwirtschaft und Kunstausstellung statt. Diese Ausstellung war den Weltausstellungen in Chicago und Paris nackt empfunden. Einer von Aho Rieses Söhnen, Waldemar, hat die Ehe Aho Riese und seine Produkte im Westindischen Pavillon zu vertreten. Im Rahmen der Ausstellung fanden viele Wettbewerbe statt. Wir stellten die bestimmte Erdenmaschine her, wer die besten Butter und so weiter. Aho Rieserum wurde auch auf einer Messe präsentiert, auf der eigentlich die neuesten Industrieversorgnisse vorgestellt werden sollte. Es waren aber andere Lebensmittel vertreten. Besucher und Besucherinnen, die nur herkömmliche Butterfässer kannten, könnte beispielsweise moderne Geräte zur Butterherstellung bestaunen. Außerdem war es möglich, exotische Gaumenfreude wie eine Tasse heiße Schokolade zu genießen. Eigens für die Messe hatte man sogar eine Schokoladenfabrik im Miniaturstaff errichtet. Eine echte Neuheit um 1888 waren außerdem Wasserklosets, also Toiletten. Wie wir sie heute kennen, eines der Eingangsportale war über und über mit industriell hergestellten Siphons dekoriert. Ob es möglich war, eine moderne Toilette auszuprobieren, wissen wir heute allerdings nicht mehr. Doch damit nicht genug der Neuheiten. Überlegen mal kurz, in welchen Kategorie Aho Riese einen Preis gewonnen haben könnte. Ich komme zurück zu dieser. Sicher nicht für die beste Erntemaschine oder als Miss World. Aber wohin dann? Und als ich sagte, ich komme zurück. Auf der großen Messe fanden die verschiedensten Wettbewerbe statt. Und die Aussteller konnten Medaillen gewinnen. Einen der Gewinner war Aho Riese. Gab es auf solchen Messen ein großes Publikum? Ah ja, damals lebte in Dänemark 2 Millionen Menschen. Und in wenigen Messenmonaten hatte die Ausstellung 1,8 Millionen Besucher. Der Getränk, das du heute in den Händen hältst, ist unsere moderne Nachtdichtung des Virtuosen von früher. Von Aussehen über den Duft bis hin zum Geschmack. Die Farbe erinnert an polierten Bernstein. Das Getränk duftet nach weichen Eichnoten, altem Leder und getrockneten Aprikosen. Es schmeckt nach Weihnachtsgebäck und Orangenschale, warm und würzig. Der Abschluss bildet ein Hauch von englischem Weingummi. Im Abgang erwartet sich Trockenfrüchte, altes Eichenholz und eine Sherry-Note. Genieße deine Gold Medal, während ich dich auf eine Reise in der Vergangenheit mitnehme. Der Konzept der Kolonialwaren stammt aus einer Zeit,
in der Produkte aus den Kolonien nach Europa verschifft wurden. Gewürze, Pflanzen, exotische Tuchwaren und natürlich auch Zucker. Lange Zeit war Zucker teuer als Gold. Bei der Herstellung von Zucker fällt Melasse an. Dieser Sirup lässt sich durch Fermentation, Destillation und Reifung in Rum verwandelt. Für Aharise wurde der Rum zur Goldmine, weil er als Apotheker destillieren könnte. Außerdem beweist er ein besonderes Talent beim Mischen und Reifen vom Rumsorten. Und dann zurück zu meiner Frage. Welcher Kategorie hat Aharise gewonnen? Man könnte sagen, alles war fermentiert was. Bier, Wein, Alkohol und Essig. Und genau, der Kategorie war Essig. Santos Dumont Heritage. Unsere Geschichte tragen wir immer mit uns. Wir sind auch immer das Erbe unserer Vorfahren, mitunter bestimmt dieses Erbe unbewusst unser Handeln. Unsere Vorfahren bestimmt, mit wer wir sind. Diese Vergangenheit, dieses Erbe, gilt es zu schützen in der Namensgebügung für unsere nächsten Trink. Ehren wir unser Erbe. Wir sollen unsere Vorfahren und die Erfahrungen, die diese uns weitergegeben haben, Tribut. Heritage. Seit 5000 Jahren, vielleicht sogar länger, brennen die Menschen Alkohol. Rum gibt es ihn bereits seit 400 bis 500 Jahren. Über die Jahre haben wir den Destillationsprozess immer weiter verfeinert und dabei auch den Erfahrungen unserer Vorfahren gelernt. Das ist unser Erbe. Diese kleine Kostprobe in der Flasche, die ich dir gerade zeige, ist das Ergebnis dieses Erbes, das unsere Vorfänger über Jahrhundert an uns weitergegeben haben. Santos Dumont's Heritage ist das Erbe einer legendären brasilianischen Familie von Kaffee- und Zuckerproduzenten. Er ist bereits die fünfte Weiterentwicklung des legendarischen Santos Dumont Labels. Die Vergangenheit hat uns gesiegt. Wer wir Rum aus brasilianischem Zuckerrohr mit Rum aus Melasse aus anderen Teilen der Welt mischen, wenn wir es unseren Mischmeistern freistellen, die ältesten und exquisiten Fässer zu verwenden. Und wenn es uns egal ist, dass wir nur begrenzt Fässer zur Verfügung haben, das werden wir dem Erbe von Santos Dumont am besten gerecht. Denn es ist okay, wenn es nur wenige Flaschen diesen exquisiten Trink gibt. Unsere Charts sind nummeriert und bei jeder Chart kann die Anzahl der produzierten Flaschen leicht variieren. Und was das ist okay. Denn bei der Auswahl der Fässer und damit der Qualität unseres Produktes möchten wir nie Abstriche machen. Jeden Chart ist einzigartig. Das kannst du machen. Und das geht nur mit guter Handwerkskunst und weil wir wissen, was wir tun. Santos Dumont Heritage erkennst du immer am Geschmack und doch ist jede Chance etwas Besonderes. Was macht ihn so Besonderes?
Die Farbe. Ein einzigartiger rosenfarbener Ton des baltischen Bernsteins. In der Blume bestechen Leder und Aprikosen. Im Gaumen, reife Aprikosen und Kokosnuss begegne im Geschmack der Süße von Demerara-Zucker und einem Hauch von Zitrusfrüchten, gefolgt von Mokka und Kakaonoten, unwahrscheinlich komplex, unwahrscheinlich Besonderes. In Abgang ebenfalls wunderbar, geschmeidig und komplex. Reife tropische Früchte harmonisieren dabei perfekt mit Noten von Kakao und Tabak. Zum Wohl. Lass dich in die Vergangenheit entführen, während ich dich ein bisschen mehr aus der Geschichte erzähle. Immer höher hinaus. Schon vor Urzeiten träumte der Mensch davon, zu fliegen. Santos Dumont erfüllte sich diesen Traum zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Aber damals konnte man noch nicht besonders hoch fliegen. Die Raumfahrt war noch weit entfernt. Das hinderte Künstler aber nicht daran, auch davon zu träumen. Jules Verne war einer davon, ein Entführer, die Menschen schon damals in zwei... Jetzt habe ich die gehen. Jules Verne war einer davon und entführte die Menschen schon damals in zweien seiner Romanen zum Mond. Und auch Dänemark träumte vom Weltall. Der dänische Stummfilm Das Himmelschiff aus dem Jahr 1918 zeigt, wie ganz normale, gut situierte, schnauzenbärtige Dänen quasi aus ihrem Wohnzimmer heraus in ihren ganz normale Kleidung ins Weltall fliegen. Wie beeindruckend, dass nur 40 Jahre später wirklich Menschen die Erde umkreisen sollte. Ahariese Exo Reserve Superior Cask. Der Ahariese Exo Reserve ist die erste Flasche der sehr umfangreichen Exo-Serie. Besonders markant ist die hohe Flasche, in die der Name Ahariese eingeprägt ist. Wie alt dein Getränk ist oder woher es stammt, verrat dir die Flasche nicht. Aber den Geschmack, den Duft und die Farbe wirst du immer wieder erkennen. Die Editionen von Ahariese gibt es nur in Kleinserie. In geringer Auflage, sozusagen, in diesem Fall umfasst jede Charts nur wenige tausend Flaschen. Wenn du dir deine Sammlung zu Hause anschließt, kommen dir tausend Flaschen vielleicht viel gar nicht so wenig vor. Aber wenn man die große internationale Nachfrage nach Ahariese befriedigen will, sind eine paar tausend Flaschen wirklich nicht viel. Wenn wir eine neue Chart herstellen, benutzen wir die alten Fässer nicht noch einmal. Wir wollen stattdessen eine exakte Kopie der letzten Auflage komponieren. Dafür müssen unsere Masterblender den Blend der letzten Chart so genau wie möglich nachbilden. Nur mit anderen Fässern. Das Endprodukt soll das Gleiche sein. Es ist eine echte Kunst und das ist, was Ahariese ausgemacht. Erst wenn es unseren Experten gelungen ist, die richtigen Fässer zu kombinieren,
könnte wie von einem Erfolg sprechen. Also, was erwartet uns bei einer Spirituosen wie dem AHA Riese Exo Reserve? Die Farbe ist ein sanfter Golfton. Anfangs dominiert kühle Minze von einem Hintergrund von Toffee und Leder. Später kommt ein Hauch zum Zitrusfrüchten dazu. Geschmacklich bewegen wir uns zwischen Eukalyptus, karamellisiertem Pflaumenkuchen und einem Hauch von weißem Tee mit Bergamottenöl. Der allmähliche Aufschlag wird von Leder und Bergamotte begleitet. Genieß dein Getränk, während ich dich mit einer kleinen Anekdote in der Chardonnay-Maille der guten alten Zeit entführen. Als Riese dort lebte, war die Hauptstadt von St. Thomas eine sehr moderne Stadt, nachdem sie bei einem Tropensturm verwüstet worden war. Baute man sie wieder auf und setzte dabei modernste Marktstraße an. So kam Riese zu einem brandneuen Transportmittel. Wenn er Waren von den Schiffen im Hafen zu seiner Apotheke im Stadtzentrum oder umgekehrt transportiert müsste, könnte hier auf eine private Scheinenstrecke zurückgreifen. Das klingt vielleicht ein bisschen übergetrieben. Aber Riese baute sich wirklich seine eigene Scheinenstrecke von seiner Apotheken zu Hafen. Mit dem kleinen Waggons vermied er die Übfälle, der beim Warentransport auf dem Köpfsteinpflaster unausweichlich waren. AHA Riese Non Plus Ultra Ambre d'Or Excellence. Im Leben gibt es immer drei Möglichkeiten. Da bleiben, wo man ist, zurückgehen zum Altbekannten oder sich weiterentwickeln. Was ist dein Ding? Darum die Frage zu Beginn. Was gibt es Besseres als ein großes Glas Non Plus Ultra Very Rare? Für vielen ist die Antwort klar, nichts. Aber uns ist das nicht genug. Wir wollen uns und Genuss immer weiter neu erfinden. Deshalb gingen wir bei AHA Riese uns nie mit dem Altbekannten zufrieden. Und das ist auch der Grund, warum wir selbst von den besten Chargen NPU Very Rare immer ein bisschen zurückbehalten, um ihn weiter reifen zu lassen. Vor einigen Jahren ist uns dabei aufgefallen, dass unser Klassiker perfekt zu süßen, leichten Weißweinen passt. Sowohl zu zurückanhaltender Weine wie Sauternes und Gewürztraminern, als auch zu Dessertweinen wie Pinot de Gironde und Bon de Venise und vielen mehr. Das nutzen wir und veredeln mit seitdem, indem wir ihn den ausgewählten Fässern weiter reifen lassen, in denen diese Weißweine ihren Spuren hinterlassen haben. Dabei bleibt der immer die Wahl. Ist das dein Geschmack oder bleibst du lieber beim Original? Was die beiden sicherlichen unterscheidet, ist der Tiefe. Ambre d'Or bietet ganz neue Nuancen.
Dabei ist der Name Programm. Unser Vereidelter Klassiker ist goldbraun. Eine Tiefe, in der man sich wirklich kann. Zunächst durch eine klare Weinnote. In der Geschmack eingeladen Mirabellen, Orangenschale und Heidehonig geschält. Dazu kommt eine leicht rauchige Note der Eichenfässer, ein Hauch von Butterkeks und leichten florale Dufte beiklangen. Dominant ist dabei der Geschmack der reifen, eingemachten Mirabellen. Die anderen Noten des Bouquets runden diesen ab und ergänzen ihn perfekt. Dieser komplexe Geschmack klingt dann nur ganz allmählich auf. Zum Wohl! Und während du deinen Drink genießt, noch ein bisschen Geschichte. Aha Riese betrachtete sich selbst als ein Wissenschaftler, so wie die meisten seiner Zeitgenossen. Zu jener Zeit könnte ein Wissenschaftler nur Ruhm erlangen, wenn er der Nachwelt etwas hinterließ. Eine neu entdeckte Pflanze, einen neu entdeckten Planeten und eine bahnbrechende neue wissenschaftliche Theorie. Aha Riese war unheimlich ehrgeizig und wollte es unbedingt zu Ehren und Ruhm bringen. Er organisierte mehrere teure Expeditionen zu weit entfernten Inseln in Westindien und suchte dabei nach der Entdeckung, die ihn berühmt machen würde. Dabei fand er zahlreiche neue Spezies aus Flora und Fauna und schickte seine Entdeckungen zwecks genauer Analyse zu Zoologen in Kopenhagen. Riese hielt zahlreiche Vorträge über Pflanzen und Tiere, aber nur einen davon im wissenschaftlichen Kontext. Als er in 1860 in Kopenhagen seine Abhandlung über angestorbene, halb fossilierte Landschnecken aus St. Kreuz präsentiert. Seine wissenschaftliche Expedition finanzierte Riese zum Großteil über die Einnahmen aus seiner Apotheke, seine Gewinnen aus dem Rum und der Apothekerschaft machte Riese schließlich zu einem reichen Mann. Mit Marken und Namen wie Riese Old St. Kreuz Rum und Riese Guava Rum brachte er es geschäftlich so zu dem Ansehen, das ihm in der Wissenschaft immer verwehrt blieb. Royal Danish Navy Strength 55%. In der guten alten Zeit war es üblich, Seeleuten einen Teil ihren Euer in Spirituosen auszahlen, und zwar in Form von Rum. Ausgegeben wurde der Rum von Quartiermeister. Er war auch dafür zuständig, den Rum zu kaufen. Einen Teil seines Lohns musste er für die Speisen und Getränke der Besetzung ausgeben und für die tägliche Ration Rum. Da er ihn von seinem eigenen sauer verdienten Geld kaufen musste, war dem Quartiermeister vermutlich daran gelegen, dass der Rum so lange wie möglich reichte. Also streckte er ihn mit Wasser. Die anderen Seeleute waren aber nicht dumm. Sie wussten genau, was da vor sich ging, und sie prüften nach, ob die übervorteilt würden. Dafür gab es einen Trick. Ein Seemann nach einer Prise Schießpulver und goss ein paar Tropfen Rum darauf. Dann versuchte er, das Schießpulver zu entzünden.
Wenn das gelang, war alles in Ordnung. Der Rum was proof. Der heißt, er enthält mindestens 57% Alkohol und war somit stark genug. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum dieses Navy-Getränk nur 55% Alkohol enthält. Die Antwort ist ganz einfach. Wir finden, dass dieser Blend so am besten schmeckt. Trotz des hohen Alkoholhalts ist der Royal Davis Navy 55% ziemlich süffig. Also Vorsicht! Wie seine Geschwister hat der AH Riese Royal Danish Navy 55% eine maritime Seele. Die feinen mineralischen und metallischen Noten sind unverkennbar, aber auch die charakteristische Süße darf natürlich nicht fehlen. Das Ergebnis ist ein wunderbar rundes Getränk. Sehen wir es uns etwas genauer an. Die Farbe ist Mahoni. In der Nase treffen geschmorte dunkle Früchte, karamellisierte Feigen und Orangenschale auf einen subtilen, aber stimmigen Biss aufgrund des hohen Alkoholgehalts. Der Geschmack ist cremig, würzig und sehr vollmundig, mit Sherry-Karamellen, Datteln, Kardamom und Eukalyptus. Der Abgang ist lang, anhaltend, cremig und würzig, mit einem angenehmen Beigeschmack von Minze. Zum Wohl auf die sieben Weltmeer. Gestatte mir, ein kleines Anekdote zu erzählen, während du dein Getränk genießt. Das Juwel in Archipel Südfynske Öhau mit ihren sanften Hügeln und feinen Sandstränden ist die Insel Ærø, heute ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Aber hinter der gefälligen Fassade verbringt sich noch viel mehr. Die Identität der Einheimsmenschen ist von der Nähe zur See geprägt, wenn der Name Ærø fällt. Denken die meisten an die beiden großen Städte Marstal und Ærøskøbing. Aber aus Ærø gibt es noch viele andere Ortschaften. AH Riese wurde in keiner der zwei Städten geboren, obwohl er der Großteil seiner Kindheit und Jugend in Ærøskøbing verbrachte. AH Riese stammt aus dem Dorf Store Riese. Daher auch der Name. Wenn es dich einmal nach Ærø verschlägt, ist das kleine Dorf auf jeden Fall einen Ausflug wert. Wie wäre es zum Beispiel mit einem entspannenden Mittagessen in Store Riese? Währenddessen kannst du im Geiste in die frühen Kindheitstage von Albert Einhell Riese zurückreisen. Santos Dumont Gewürztraminer. Stellen wir uns vor, wie Santos Dumont zu Beginn des letzten Jahrhunderts durch die Straßen von Paris passierte. Möglicherweise erregte ein kleines Restaurant seine Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich hätte er sich hingesetzt, sich eine Glasin genehmigt und gemütlich die Passanten beobachtend. Dabei hätte er sich auch in Ruhe Gedanken über sein nächstes Projekt machen können. Ich weiß zwar nicht, was Santos Dumont Lieblingstrink war,
aber ich bin mir sicher, unser Sanders de Mol-Likör, der heute, 100 Jahre später, seinen Namen trägt, hätte er geliebt. Würde ich in einem kleinen Café im Elsass die Sonne genießen, könnte ich mir nichts Besseres vorstellen als eine Ententerrine und ein Glas Gewürztraminer. Dieser süße Wein aus dieser wundervollen Traube ist der Hauptbestandteil unserer besonderen Santos Dumont Likörs. Dieser exquisite Tropfen ist das Ergebnis eines ausgeklügelten Gewinnungsprozesses an der Reifung in altgedienten Fässern, die zuvor diesen wunderbaren Weißwein beherbergt haben. Alles mit dem Ziel, den besten Likör überhaupt auf Basis von Santos Dumont Distillaten herzustellen. Die Gewürztraminer Traube ist an vielen Orten heimisch, aber besonders bekannt auf dem Elsass, in der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Sie zeichnet sich durch eine warme, unaufdringliche Würze und Süße aus, wie die von uns ausgewählten Fässer zu diesem einzigartigen Geschmack passen und ihm seine finale Tiefen verleihen, grenzt fast schon an Magie. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Likör extrem beliebt und auch heute erfreut er sich wieder wachsende Beliebtheit. Wenn das Licht unserer Glas streift, entfalten sich die volle Pracht der glänzend goldenen Farbe dieses Tropfens. Tropische Früchte, Weingummi, Milchschokolade und ein subtiler Hauch von Liebstöckel. Dazu gesellen sich im Geschmack warme Impulsen von Orange und Aprikose, dazu Kokosnuss und zarte Gewürznoten. In Abgang besteigt dieser Likör durch ein wunderbar süße und lang anhaltende warmwürzig Noten sowie den Geschmack nach tropischer Früchten eine sinnlich weiniger Komposition zum Versinken. Zum Wohl! Santos Dumont gab seinen Fluggeräten keine hochtrabenden Namen, er bekannte sie nur mit Nummern. Die Nummern wären fortlaufend, egal ob es sich um einen Heißluftballon, ein Luftschiff oder ein Flugzeug handelte. In seinem Leichtbau Luftschiff Nummer 6 flog er 1901 als ersten um den Eiffelturm. Nummer 5 war ebenfalls ein Luftschiff. 1909 erlitt Santos Dumont einen Rückschlag, als er mit seiner Flugzeuge abstürzte. Er erlitt zwar keine Verletzungen, aber hatte danach mit psychischen Problemen zu kämpfen. Am 23. Juli 1932 erhängte er sich im Alter von nur 59 Jahren. Bereits stark geschwächt durch eine Sklerose, ein trauriges Ende für einen großartigen Mann. Nonplusultra Black Edition. Das Mondlicht funkelt in der facettierten, nachtschwarzen Flasche, deren Inhalt nur durch ein dezentes, silbernes, ovales Label verratet wird. Die Nonplusultra Black Edition, die vielleicht extremste Mischung, die je die geheiligten Gewölbe auf Aha Riese verlassen hat.
Dieser besondere Tropfen fußt auf dem Erfolgsrezept seines Originals, dem Nonplusultra Very Rare. Die Black Edition lässt alle Normen und Konventionen hinter sich für die perfekte Mischung, die es je gab. Für die Reifung nutzen wir stets die ältesten Fässer. Jedes dieser Fässer wird vor der Verwendung innen ausgekohlt. So entsteht unser besonderes Aroma. Außerdem macht das die Fässer besonders dicht, denn das verkohlte Holz dehnt sich aus. Wodurch sind die Überflasche vergrößert und Lücken geschlossen werden. Die Fässer, in denen der finale Blend reift, werden dabei besonders lange ausgekohlt. Die Black Edition kann so noch tiefer in die holzischen Verordnungen, die noch nie mit Alkohol in Berührung gekommen sind und sich dort das so besonderes Aroma holen. Dabei verwenden wir immer alte Bourbonfässer, denn nur durch das Frischholz der amerikanischen Eiche erhält die Black Edition ihre so prägnante, einzigartige Vanillenoten. Ein Drink wie kein anderer. Ein Mischung wie kein anderer. Farblich ein wunderschönes Mahoni. Eine ausdrucksstarke und trotzdem unaufdringliche Blume aus Pfirsich, Milchschokolade und Butterkaramell. Ein Geschmack von Milchschokolade mit einem Hauch Mandel und Orange. Tief und cremig mit einer Spur Tannin. Im Abgang ein Hauch von Lebkuchen, Miss Orangenglasur. Stoßen wir an diesen auch eher gewöhnlichen Geschmack und verrenden diese, versorge ich dich nicht mit ein paar zusätzlichen Infos. Als ich ein Kind war. So beginnt viele Eltern und Großeltern eine Standpauke für ihren Kinder, um ihnen klarzumachen, wie gut sie es doch eigentlich haben. Aha Riese war da keine Ausnahme. Bei zahlreichen Gelegenheiten erzählte er immer wieder, wie schwer er es hatte, sich als Apothekerlehrling durchzukämpfen. Wie er in der Eiskalte im Hof der Apotheke Gläser mit starken Destillaten reinigen müsste und wie er in alles Herrgottsfrühe als Erster im Laden sein musste, um den Ofen anzuheißen. Trotzdem schreckte seine Erzählungen seines Sohnes nicht ab, die sich ebenfalls für den Apothekerberuf entscheidende und ihrem Vater auch in der Rumproduktion nicht nachstanden. Aha Riese Licorice Shot Hot. Hast du einen Frosch im Hals oder einfach nur Lust auf einen besonderes Genuss? Dann ist der Aha Riese Licorice Shot Hot genau das Richtige für dich. Darf ich vorstellen, dass es um der einiges kräftiger große Brüder, das Aha Riese Licorice Shot, anfangs wirkt es ganz angenehm und gefällig, aber die stillen Wasser unter der pechschwarzen Überflache sind tief. Eine extra Portion Salmiak sorgt für einen extra intensiven Abgang. Dieser Tropfen ist wirklich etwas ganz Besonderes. In seinem Inneren verbiegt sich
eine weiche Lakritznote, die sich unerwartet komplex entfalten.